Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West. Jetzt geht's los. Burning Shores ist nicht mehr wirklich viel. Mal überlegen, wir holen noch das Lagerfeuerchen da unten. Jo, letzte Folge haben wir die fünfte Figur gefunden. So ganz nebenbei. Und jetzt geben wir die ab. Müssen da wahrscheinlich die Zahlenrätsel machen. Wie das Spiel von uns denn verlangt. Warte mal jetzt kurz. Mal gucken, ob da oben nicht doch irgendwas ist, was wir noch aufdecken können. Also ich würde jetzt hier so kurz diese rüberfliegen. Zu schauen, ob da noch irgendwas ist. Falls nicht, ist auch okay. Falls da doch was ist, dann haben wir es wenigstens gefunden. Ja, schießt mal ruhig. Ich kann ihn ja wieder reparieren. Alles kein Problem. Die Insel müsste ja jetzt theoretisch frei sein, oder? Von den ganzen Gesocks. Ah, guck mal, hier ist eine Achterbahn. Asep, hast du Bock? Aber ob du da heil durchkommst, weiß ich jetzt nicht. So, dann versuchen wir mal das Rätsel zu lösen. Ne? Jetzt haben wir ja alle Figuren. Ja, bleib mal hier. Und jetzt landen. Genau. Das ist, da können wir gleich mal reparieren, ne? Schon mal dabei sind. Die Frage ist, wie viele Portale wurden während des Portal-Pandemoniums aufgesprengt? Portale im Portal-Pandemonium, okay. Sammelobjekte, das müsste denn hier irgendwo drin stehen, ne? Nee. Nee. 378 Portale. Messerscharfe Klauen, da, okay. Ein Talkörper, ich hoffe, dass die Höhle natürlich ein. Reggie Banter Box. Okay. Okay, 378. Dinosaurier-Hologramm ist erschienen. Was passiert, wenn ich alle fünf habe?
Willkommen zurück bei Dinos in Zahlen. Und die nächste Frage ist, wie viele aufgezeichnete Nachrichten wurden mit der Limited Edition von Talk to Me Reggie geliefert? Wie viele aufgezeichnete Nachrichten wurden mit der Limited Edition von Talk to Me Reggie geliefert? Meine mit Nachrichten geliefert. Also ich meine, das hier mit diesen verschiedenen Reaktionen, aber die 785, meinst du das? Das ist richtig! Jane werde stolz! Ein weiteres Hologramm für die Statue. Aha. Bereit? Hier ist unsere nächste Frage. Vor wie vielen Raptoren ist Trevor angeblich während der Belagerung von Pangaea geflohen? Eintausendeinhundertfünfzig. Tut mir leid, neuer Versuch. Vor wie vielen Raptoren ist Trevor angeblich während der Belagerung von Pangaea geflohen? Ja, wurde richtig. Wirst du vor dem Raptor Raid fliehen wie Trevor in Belagerung von Pangaea, als er, wie er behauptet, etwa 1051, so, nein, nicht 100, 1051. Richtig! Das war nicht 100, das war 51. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, Superfans. Die nächste Frage ist, wie lautete der Portalcode, um Pangaea im ursprünglichen Pangaea-Holo zu erreichen? Hier hinter meiner Reise, der dem Portalcode eingibt, hofft, dass er nicht in die Hölle der tödlichen Queen Rex bricht. 6837. 6837. Haha, kleiner Schatz. Absolut spitze. Gut gemacht. Falsch. Sein Ernst. Wer kennt die nächste Antwort? Im ersten Pangaea-Teil ist an Janes erstem Tag bei PortTech ihre ID-Nummer zu sehen. Wie lautet sie? Aber mit 8 vorne, glaube ich, ne? Ah, ne, irgendwas mit 4 vorne, meine ich natürlich. 4331. Glückwunsch! Das ist der Sieg bei Dinos in Zahlen! Und als Preis gibt es... Oh, was ist das? Eine Sonderübertragung von der anderen Seite des Portals. Tja, das war's dann wohl. Vielen Dank fürs Spielen. Craig T. Young verabschiedet sich. Du hast es geschafft.
Ich habe nicht viel Zeit, aber ich musste dir das hier senden. Ich mag eine portalhüpfende, unverbesserliche Dinosaurierjägerin sein. Aber du bist der Meister des Multiversums. Du hast all diese prähistorischen Raubtiere aufgespürt. Ah, Mist. Trevor hat sich wieder mit Queen Rex angelegt. Ich muss zurück zur Jagd. Wir sehen uns in Pangea. Jane, Ende. Das war meine Belohnung. Ein bisschen Gequatsche. Du bist der Hammer. Okay, cool. Dann haben wir das auch. Die Fertigkeitspunkte 9. So, dann kann ich ja immerhin einen wieder upgraden, ne? Dann fehlen mir immer noch 10, 15, 20 Punkte. Okay, Leute. Wir haben die Figuren. Wir hätten immer noch die Brutstätte. Definitiv. Und hier hätten wir noch diese Luftaufnahmen. Ne? Hätten wir ja theoretisch auch noch. Wie viele Luftaufnahmen müssen wir eigentlich noch holen? Theoretisch noch 4 Stück. Wo sollen die sein, ey? So schwer zu finden? Schon neblig hier gerade. Den Nick. Da scheint noch ein Eingang zu sein. Mhm.
Ich entlangen kann? Und Platz ist auf jeden Fall, wa? Unsere Stadt? Was soll das heißen, Live? Live-Theatermann, meine Freunde haben eine Blackbox in Silver Lake. Ist viel authentischer als Holos. Gestern spielten sie unsere kleine Stadt von Wilder. Aber es sah aus wie in einem virtuellen Raum. Aber es war ein echter Ort? Es ist nicht live, wenn es virtuell ist. Aber er wirkt irgendwie virtuell? Das Bühnenbild, ja, echt brillant. Ein scharfsinniger Kommentar dazu, wie sich auch unser echtes Alltagsleben wie eine Art Simulation anfühlt. Bei der Geburt, Leben und Tod. Teil eines sorgsamen, geplanten Performance. Metatheater für das Metaversum sozusagen. Alter, da zerplatzt mir gleich der Schädel. Also viel unnütziges Zeug, ne? Tatsächlich irgendwie. Also diese ganzen Holos, die man so lesen kann und so weiter. Ist halt viel unnütziges Zeug. Reicht das einfach nur kurz anzuheben? Okay. Rollrücken. Geskriptet. Stellen. Jo. Einer dieser improvisierten Sender. Wenn ich der Funkbahn folge, sollten die Daten repariert werden. So, wo soll ich lang fliegen? Ich hab gar nicht gesehen.
Folge der Flugbahn, mach ich. Aber da fehlen ja trotzdem noch 3 Stück. Ich weiß, wo die rumschwirren. Fasine. Das Einzige, was ich nicht verstanden habe. Irgendwas mit Bunker und Fasine. Eine Sache, die die Reichen richtig machen, sie haben immer einen Plan B. Also nahm ich mir daran ein Beispiel. Ich schnappte mir ein paar Flugschreiber aus alten Birds, ein paar Notfallfunkgeräte, bastelte einen zeitgesteuerten Auslöser. Wenn ich getötet oder entdeckt und ausgeschaltet werde, wird diese Story über jeden SOS-Kanal versendet, den wir haben. Das über 1000 Jahre lang? Nice. Cooler Akku auf jeden Fall. Sie war zu allem entschlossen. Was ist dann passiert? Aufnahme Nordosten. Drei von 6. That's correct. Aber wo sind die anderen dann? Müsste hier irgendwo inne sein, wa? Theoretisch. Bin hier unten inne und da inne. Wenn die jetzt immer so schön am Rand irgendwie alle anfangen? Also müsste ich den Rand ab. Okay. Was ist denn hier mit dem Norden? Na, warte mal, hier waren wir doch schon mal, wa? Wir wollen ja eine Quest. Mit dem Funkturm. Ich erinnere mich. Die haben wir schon mal. Da oben ist noch ein Außenposten. Ach was. Da leben noch Leute. Na, nicht mehr lang, würde ich sagen. Den machen wir jetzt gleich mal platt. Zumindest mal reingehen und gucken, ne?
ungelandetes Klumpen sogar. Ui, okay. Fünf, drei Stück. Ob die Musik die Maschinen angelockt hat? Oh. Und es sind weitere Anweisungen eingeritzt. Laut dieser Nachricht führen sie zu einem vergrabenen Schatz. Sie müssen ihre Beute vergraben haben, während sie weiterstöberten. Ein weiterer Teil der Antwort, was mit dieser Crew passiert ist. Okay. Ich wollte mal sagen, was machst du denn hier? What the heck, man? Erst habe ich gedacht, das wäre meine Flugmaschine. Bis ich gesehen habe, warte mal, das steht ja auf allen Vieren da irgendwie. Das ist nicht meine Flugmaschine. Warum greifen die eigentlich immer ihresgleichen an? Oh, der Außenposten, wie machen wir das am besten? Können die Leute einfrieren? Oh. Ich glaube, ich lande mal vorher hier mein Flüglein. Gestorben, wer bist du denn? Einer von den Quinn. Noch einer von den Quinn. Springen auf den Kopf. Nein. Das ist der Einzige, der hier noch lebt? Immer bist du der Einzige, der noch hier am Leben ist? Siehst du irgendwas? Oh nein! Sie muss büßen! Ich ziehe ein für Rache! Ich halte dich auf! So, erstmal deinen Kumpel dahinter. Ja, ja, geh mal auf den Weg jetzt. Schießen, ey Leute, danke. Schießen. Schießen. Schießen, ey Leute, schießen. Schießen, ey Leute. Das wollte ich gerade machen, du verschissener Victor.
Rückzug. Ich gehe gerade nur auf den Sack. Rückzug. So, wo seid ihr? Wir müssen uns für blöd halten. Hier sind viel zu viele Spuren. Feind gefunden! Ja, komm, geh rüber jetzt hier. Ich weiß rumgeblocke, ey, wie bei Hand, ey. Ekelhaft. Wo ist denn der andere Wichser hier mit seiner Felswaffe? Ich kenne das Gebiet besser als du. Mach mich echt wütend. Da ist ein Wichser. Oh, wo ist noch ein Wichser? Wo ist denn der andere? Mit einer dicken Knarre. Kannst du nichts als dich verstecken? Ich hab dich gehört. Wo sind die? Keine Ahnung, wo die sind. Die werden mich schon angreifen, oder? Wenn sie mich sehen. Die Barbaren. Die Barbarin hat das getan. Sie hat alles ruiniert. Die Auferstehung, sein Licht. Sie hat es mir genommen. Ich werde ihr den Schädel spalten und sie verrotten lassen. Hätte ja auch fast geklappt. Hat ja tatsächlich fast geklappt. Geschafft. Ich hoffe, das war der letzte Außenposten. Sandras Tests haben genug Fan gefordert. Ja, das klappt alles. Ist mit die Barbaren. Ja, dann gehen wir mal nach oben, ne? Da haben wir noch so ein Fluggerät. Noch ein improvisierter Sender. Wenn ich seine Daten will, muss ich seiner Flugbahn folgen. Wie viel fehlen denn dann noch? Einer?
nah dran. William Barnett, Aufklärungstrupp 21 West. Wir haben das Flüchtlingszentrum bei Capitol Records passiert. Wenn man kampfbereit war, war es natürlich mehr eine Einberufungsstelle. Familien wurden auseinandergerissen. Spielt keine Rolle mehr. Das Gebäude ist jetzt eine Ruine, vom Schwarm vernichtet. Nicht als würde das USRC das jemals öffentlich machen. Enduring Bullshit? Hat die Welt gerettet. Aber wissen die natürlich nicht. Überall wird es so sein wie hier. Es ist unvermeidlich. Wie viele würden für eine sinnlose Sache kämpfen, wenn sie die Wahrheit wüssten? Die letzten Monate müssen schrecklich gewesen sein. Hier kommt er. Yes. Könnten denn noch zwei sein? Der ist da oben angefangen, ne? Und dann ging er bis da unten. Ich gehe mal davon aus, dass hier vielleicht noch was ist. Und hier vielleicht noch was ist. Von den Flugdingern. Ja, landen, danke. Und so.
eure Brimglimmer. Zensierter Vorfallsbericht von Luca Molnar. An Tiang Ai. Tja, sorry, dass ich dir eine Nachricht über diesen privaten Fokus schicke. Ich glaube, ich habe unser kleines Problem mit der Finanzierung der Nanoleiter gelöst. Erinnerst du dich an das Fiasko mit dem gedruckten Thunfischwasserballon? Ich wurde dazu verdonnert, die Klage gegen Delta Omega Psi einzureichen. Personalabbau lässt grüßen, wie auch immer. Die Studentenverbindung sammelt seit Jahrzehnten Vorstöße an. Und einer davon fiel mir auf. Er wurde erst kürzlich bearbeitet, aber der Vorfall stammt aus den 30er Jahren. Also habe ich ihn geöffnet. Anscheinend hat vor langer Zeit einer der Studenten einen ausgefeilten Raubüberfall geplant und einen Smart Arm von Automaton Studies geklaut. Dann hat er den Systemkern gehackt und sich Zugriff auf das iOS der Universität verschafft. Ziemlich beeindruckend. Und wozu hat er diesen neu geschaffenen Zugriff genutzt? Er hat den Arm umprogrammiert, um die Neuzugänge der Studentenverbindung zu quälen, und zwei landeten im Krankenhaus. Das Seltsamste war aber nicht die Peddler 3000 Autoschikane, sondern dass die Identität des Täters irgendwann zensiert wurde, nachdem er sich freiwillig exmatrikulierte, um seine Talente sinnvoll zu nutzen. Und jetzt kommt's. Der Verstoß wurde 2032 begangen. Weißt du, wer 2032 ebenfalls sein Studium abgebrochen hat? Ich gebe dir einen Tipp. Der verflixte Ted Ferro. Ich wette, der Dekan wird unsere Förderung verdreifachen, damit das nicht ans Licht kommt. Es ist Zahltag, mein Freund Luca. Der alte Faro. Ja. Ich würde einfach mal da unten gucken jetzt, ne? Auch wenn die Chancen nicht gut stehen. Aber wir gucken einfach mal. Aber eigentlich hätte ich es dann schon sehen müssen. Ich habe ja so viel gescannt. Da hätte ich es ja dann eigentlich sehen müssen. Vielleicht liegt der Flugschreiber auch irgendwo unten, wisst ihr? Kann natürlich auch sein. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Fliegen nicht laufen, komm, weiter geht's. Ja,
Vielleicht doch nicht im Preis. Vielleicht doch nicht im Kreis. Bisher waren die ja immer recht weit oben. Kann sein, dass hier was ist halt dann, ne? Oder hier noch auf der Insel und ich hab's nicht gesehen. Oder hier auf der Seite. Hier irgendwo. War ich da bestimmt schon mal dran, oder? Wenn die Sachen aber doch aufgefüllt. Ja. Die Sachen werden nicht aufgefüllt, oder? Verstehen. Warte mal, hier war doch bestimmt. Gibt hier nicht der Ort, wo der Boss fällt? Ah, wäre komisch, war, oder wenn es hier was geben würde. Dachte, aber will ich gar nicht.
Warte, ich finde die Flugdinger von alleine, aber muss ich wohl nachgucken im Internet. Schade. Meiner. Du bist ja doch alle hier irgendwo im Norden, was da jetzt so wieder aussieht. Das ist der andere vielleicht hier irgendwo. Oder hier. Ja. Machen wir erstmal den. Beschädigte Aufnahme zusammen mit einer Flugkarte. Die Route beginnt in der Luft in der Nähe. Fängt am Arsch der Welt an. What the heck? Wir hätten die da hingeschleppt. Feuerwerk. Der Großteil der Küste wurde überrannt. Der Schwarm übernimmt bald den Rest. Dann Inland. USRC hat im Osten eine neue Verteidigungslinie errichtet. Jeder zwischen ihnen und dem Bots ist morgen um diese Zeit so gut wie tot. Die letzte Mission beim Pangea Park. Porsche hatte eine VIP-Eintrittskarte. Dieser Trottel. Jetzt wünschte ich, ich wäre da gewesen. Wenigstens einmal. Zu spät. Jetzt ist der Park nur ein Stück Land, das wir bis aufs Blut verteidigen. Jede Menge Verluste. Jedenfalls mehr als berichtet. Mir läuft die Zeit davon. Nach dem Pangea-Park wird L.A. fallen. Und was alles noch erschwert? Ich fühle mich in der Basis beobachtet. Verfolgt. Verdächtigt. Sobald ich zurück bin, muss ich veröffentlichen, was ich habe. Verstehen. Es gibt keine Hoffnung. Das Ende der Welt ist bereits da. Die Pharaoh-Plage kam immer näher. Das war Süden. Ich empfange ein weiteres Signal. Offenbar gibt es noch eine Aufnahme zu finden. Echt? Wo denn, Aloy? Wo denn? Wo denn? Okay, jetzt hat hier oben irgendwie angefangen, ne? Deswegen gucken wir jetzt mal hier nochmal. Ansonsten gucke ich gleich mal im Netz, ob ich das finde.
gucken. Wo geht denn um Start sein? Vielleicht hier hinten? Nee, keine Ahnung, wo der anfangen soll. Alter, lol. Diesmal zu dem markiert, oder was? Interesting. Das ist wer hier, was? Mhm. Ja, mal nach rechts. Hallo, nach rechts. Thank you.
und die sieht nett aus. Schön festhalten. Oh ja. Perfekte Ausrichtung, ne? Kriegt man nicht hin, ne? Warte, freut sich. Freust du dich nicht? Das ist ein Werbelädchen für dich. Hm. Okay. Alles steht Kopf. Zumindest für den Moment. Ist das so? Ja, ich gucke so selten Werbung. Okay, in letzter Zeit habe ich jetzt doch ein bisschen mehr Werbung gesehen. Weil ich mir gerade so ein Anime angucke über Freebie. Und da kommt ja auch ständig Werbung. Ich hatte eine heftige Nacht. Als ich die Basis erreichte, wurde ich geschnappt. Man hielt mir eine Lampe ins Gesicht. Ein paar wütende alte Männer. Sie wussten, was ich vorgehabt hatte. Laufwerke wurden zerstört, aber meine Backups haben sie nicht gefunden. Die Nebengeräusche nerven gerade ein bisschen. Es gibt keine Superwaffe. Wir werden alle sterben. Aber es gibt eine Zukunft. Die Hoffnung, dass nicht alles umsonst war. Wenn Zero Dawn Erfolg hat. Wenn Enduring Victory Sobek genug Zeit verschafft. Hier bin ich. Steuere ein Bird hinter die Front. Ich kann nicht alle Backups löschen, aber ich kann verhindern, dass sie gesendet werden. Eine Selbstmordmission für die Sache. Wenn Pascha mich jetzt sehen könnte. Was? Ich auch nicht. Für was sie wirklich kämpfen. Doch die Wahrheit ist, wir kämpfen für die Zukunft. Auch wenn es nicht unsere Zukunft ist. Dann bis bald, Pascha. Elizabeth gab ihr Hoffnung. Und deshalb hat sie Zero Dawns Geheimnis bewahrt. Enduring Victory hielt bis zum Ende zusammen. Werbeparodien. Ja. Parodie? So, Parodie.
von Route fehlt da nicht. Noch nie einen gesehen, glaube ich. Sind sie lustig oder was? Luftaufnahmen abgeschlossen. Alle Luftaufnahmen erlangt. Cool. Das ist sogar ein goldener Achievement. Weil die kaum einer gemacht hat. Und ich wollte ja auch gerade erst im Internet gucken, ne, wo der letzte ist, aber dann hat mir das Spiel ja doch ein bisschen geholfen. So von wegen, ja, da ist er. Und habe ich gesagt, ja, danke. Dann haben wir, glaube ich, alles erstmal aufgedeckt, was wir aufdecken können. Im Prinzip haben wir jetzt, glaube ich, nur noch diese Osseram-Dinge. Aber da weiß ich wirklich nicht, wo ich da hin soll. 2 Stück fehlen mir da noch. Einmal hier auch diese, ne, Totem des Krieges und Totem der Jugend. Da fehlt mir auch noch ein Totem. Aber ansonsten haben wir eigentlich alles an Sammelobjekten. Aber die zählen, glaube ich, auch dazu, ne? Wegen dem Fortschritt. Oh. Guck mal, da vorne haben wir 97 schon. 97,8%. Und bei Burning Shores 70%. Ja, aber es liegt aber auch an dem. Das ist schön, das liegt aber auch an den Waffen und Rüstungen, die ich noch kaufen kann. Kennst du seine Bilder? Nein. Kenn ich auch nicht. Ich kenne das nicht. Glaube ich. Also, aus dem Stegreif würde ich jetzt nicht sagen, dass ich seine Arbeit kenne oder so. So, nochmal ganz kurz gucken. 70% Burning. Das ist auch schon mal ganz schön weit. So, dann werden wir mal hier ein paar Waffen und Rüstungen kaufen. Dann gucken wir mal, wie hoch wir das dann damit noch hochtreiben können. Gehen wir erstmal zum Jägerbedarf und holen uns da die Waffen. Und wenn noch Kohle übrig bleibt, holen wir uns noch die Rüstung. Im Hauptspiel weiß ich gar nicht, ob hier auch noch irgendeine Rüstung fehlt oder so. So, wir waren jetzt bei 70%, ne? Mal gesagt. Dann haben wir schon mal alle Waffen. Oh, Niederschlag, Präzisionspfeile sind jetzt für einen deiner Scharfschussbögen verfügbar. Diese Pfeile verursachen weniger Schaden als Standardtypen, haben aber eine hohe Niederschlagskraft, durch die du Gegner ins Taumeln bringen und oder sie leichter niederschlagen kannst. Denk dran, auf die Beine zu zielen. Dann geht das noch besser, oder was? Wenn man auf die Beine schießt. Okay, das war jetzt Waffen und Rüstung ist so oben. Okay, habt ihr meinen Link in Discord gepostet? Okay. Meine aber diese gelben Punkte, die haben wir jetzt hier nicht gekriegt, oder? Also das ist Quen, ja. Und das ist jetzt hier die Zenith. Ah, okay. In Gold und so. Geier auf ewig. Oh, die sieht auch cool aus. Farben sind eine Kunstform, nichts weniger. Wenn du das sagst. Ja, willkommen zurück, Dina. Ich wusste gar nicht, dass du weg warst. So, was brauchen wir hier? Ach, dann brauche ich noch ein bisschen. Und dann stellen wir da mal eine Aufgabe. Jetzt brauche ich noch 6-mal Brimglanz und dann. Oh, 60. Nee, 70% hatten wir, ne? Jetzt sind wir bei 82,8. Siehst du? Knapp 13% haben wir oder 12% haben wir jetzt bekommen. Und dadurch, dass ich jetzt Waffen und ein paar Rüstungen gekauft habe. So.
bin Kommandantin Rimglanz. Handelsangebot. Okay. Ach so, cool. Die haben mir die ganzen Orte so angezeigt, ja? Das ist ja geil. Wusste ich nicht. Geil. Gefällt mir. Das ist ja cool. Rotes Genal, hab auch ein Buch von ihm samt einer Zeichnung Autogramm. WB Lupus. Musst du gar nicht, dass du weg warst, Lupus. Gesagt hast du jedenfalls nichts. Kennst du Ralf Rute? Nö. Jetzt, wie ist das? Moment, was? Ich auch nicht, was? Ich nichts verstehen. War da einkaufen gewesen, oder was, Lukas? Kreditkarte glüht. So schlimm, ja. Weiter Klamotten kaufen. Ist nur komisch dahin, wa? Ist hier irgendwo eine Höhle? Excuse me! Gibt's hier eine Höhle? Ja, ich sehe es, dass da unten das sein soll, aber wie komme ich da hin? Irgendwo ein Höhleneingang oder so? Ja, da gibt es tatsächlich irgendwas. Junge, du sollst mich holen. Soll ich hier irgendwie landen oder so weit? Was war ich? Kann ich da so runter? Oder meckert der gleich rum? Ja, ja, du hättest mal lieber auf der anderen Seite absteigen sollen, Kollegin. Steigt ihr immer links ab? Und drauf geachtet. Leg! Ja, aber steigt ihr immer links ab? Dann fliegt er nicht weiter. Was können wir machen? Wir steigen mal hier ab. Lass mich mal vorbei, Kollege. Ranhangeln.
Ach gut. Und jetzt. Und jetzt weiß ich Bescheid, oder was? Man kommt nur von der anderen Seite hoch. Kenne ich denn das, wie ich da hinkomme? Muss ich hier durchs Haus? Ist da hinten? Oder da, durch den Graben, oder? Tina, hast du eigentlich im Discord meine Nachrichten gelesen? Ich meine, es stand ja eigentlich schon recht eindeutig da, was du da kaufen würdest, finde ich. Da steht ja Rapture und Columbia. Columbia ist der dritte Teil. Und so. Und dennoch, da stand noch irgendwas anderes, ne? Was mit Einzelspieler, bla bla bla, und dennoch hier Finest of the Fittest und sowas. Das sind ja alles diese ganzen Bonus-Sachen, die da in den ganzen Deluxe-Editionen sowas normalerweise drin hat. Ja. Im zweiten Teil hast du halt diesen DLC, Madeva's Den oder so heißt das irgendwie. Und der erste, hatte der auch einen DLC? Kann mich nicht dran erinnern, dass der einen DLC hätte. Wie komme ich zu diesem Brimglanz, Leute? Wie komme ich zu diesem Brimglanz? Kann doch nicht sein, ey. Hier irgendwo reingehen. Irgendwo muss da hier ein Zugang sein. Irgendwo muss es doch hier reingehen. Muss man da irgendwie reinkommen in diesen Berg. Oh, hier ist auch noch so ein Glanz. Hä? Ja, aber wie komme ich da hin?
Alles so mysteriös und komplex. Muss doch irgendwo ein Eingang sein, kann ich sein. Bei dem Gebäude da? Muss doch da irgendwie lang kommen. Guck noch mal kurz bei dem Gebäude, ansonsten muss das ja irgendwie unten sein. Wir hatten auf jeden Fall zwei Lüftungsschächte oder ein Lüftungsschacht und zwei Öffnungen. Aber ansonsten habe ich da hinten noch nichts gesehen. Ne? Nix. Nix, keine Ahnung. Vielleicht fliege ich irgendwo anders hin und dann gibt mir die Quest vielleicht einen neuen Brimglanz oder sowas. Keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zur nächsten Folge.